Komm, leg dich mit einem richtigen Mann an. Echt, Abu Hamza, komm, leg dich mit mir. Komm, ich geh auf Reise, geh. Zeig mir deine Männlichkeit. Du bist der Letzte hier, der ein Mann ist. Hast du von Samurai die Eier gelegt? Warum hast du eine Glatze? Weil ein bisschen Fame, ja, mein Jack. Dein Bruder schmeißt Eier auf Opa. Er hat dich weggeschmissen. Mach mir auf Mann auf Samurai hat dich weggeschmissen. Du Schwanz, was du bist. Komm doch und kämpf gegen mich. Schwanz, du. Jetzt komm mit dir. Tanga-Träger, du. Ja, geh raus und komm wieder rein. Die Schnauze, ich furze in deinen Hals. Schlappschwanz, Wunder. Ich hab keine Angst, aber du hast Angst, ich schmeck deine Angst, ich rieche deine Angst. Und ich, Abu Hamza, mit meinem Namen steh vor ihm. Ja, Freunde, die Kacke ist mal wieder anders am Dampfen, denn es gibt wieder Beef auf TikTok, wer hätte es gedacht. An all diejenigen, die den heiligen Monat Ramadan heute begonnen haben, ich wünsche euch eine schöne Fastenzeit, ganz, ganz viel Kraft und einen gesegneten Monat. Und eigentlich umso trauriger, dass Leute, die auf TikTok sich rumtreiben und sich inflationär muslimischer Begriffe bedienen, ausgerechnet den ersten Tag der ausnutzen, um so eine Fitna zu starten. Ich weiß, es geht denen da nur um Klicks, Reichweite und Geldverdienerei, denn Fat Comedy wurde zu einem Kampf herausgefordert, damit einhergehend halt sehr, sehr viel Promo, sehr, sehr hohe Gagen. Aber darum soll es hier gar nicht gehen, denn der gute alte Hamza hat den guten alten Fat Comedy zu einem Kampf herausgefordert. Das gönnen wir uns jetzt. Ihr wisst, wir schauen uns diese Kämpfe sehr, sehr gerne an und auch die Promo, die davor stattfindet, ebenfalls. Es gehört quasi zur Geschichte dazu. Deswegen auf entspannten zurücklehnenden Hasen. Let's go. Danke, Karim, euch und euren Familien einen gesegneten Monat. Yo, Fat Comedy, Wallah, fester Mann. Letztes bist du sauer geworden und bist du rausgegangen. Nein, ich war nicht sauer, Bruder. Ich war enttäuscht auf Dudi, aber ich hab das geklärt mit ihm. Alles gut. Er war auch voriges Mal mit mir, er ist einfach rausgegangen. Wallah, ich schwöre auf Koran, Fat Comedy ist einfach rausgegangen. Ohne Salam alaikum gesagt, nichts. Er ist einfach abgegangen. Wie bitte? Wir waren doch mit Dudi live. Und noch ein anderen. Und ich war auch mit drin. Und ich habe gesehen, wie du geguckt hast die ganze Zeit. Du hast so richtig angespannt wegen mir. Wallah, im Internet. Thomas, ich sag dir eins. Ich beobachte dich. Du bist mit anderen ganz anders. Wallah, du. Fat Comedy ist zwar nicht stark, aber der hat Herz. Ich war zweimal mit dir live, Bruder. Ich habe nichts mit dir. Like. Ich hab aber was mit dir. Ich will gegen dich kämpfen. Ich werde dich nicht mehr in Ruhe lassen, bis ich gegen dich kämpfe. Wieder immer auf Krampf. Leute sucht Gegner, mit denen er sich beefen kann, damit Reichweite dazu kommt. Ich meine, das Geld schmeckt sehr, sehr gut. Vor allem auf TikTok, wenn man Live-Matches macht. Vor allem, wenn man mit der Elite, was die Reichweite angeht, abhängt. Man will ja Teil davon sein. Und ich muss euch sagen, sowohl der Hamza als auch der Hamid Khan haben eiskalt durchgezogen. Ich war in deren ersten Stream mit dabei, wo die beiden noch nicht mal zu sehen waren. Die haben einfach nur gegeneinander gebrüllt und geschrien und sich gegenseitig aufs Übelste beleidigt. Und jetzt mittlerweile sind das quasi Namen, die man sich aus diesem TikTok-Game nicht mehr rausdenken kann. Ich will gegen dich kämpfen. Ich klebe jetzt an dein Arsch, bis du gegen mich kämpfst. Ich werde dich nicht mehr in Ruhe lassen, bis du mich tötest. Ist kein Problem. Wenn du mir die sagst, bei Allah, du würdest annehmen? Bei Allah. Ich auch, bei Allah, ich würde annehmen. Sogar mit Freude. Sogar mit einem Lächeln. Wallah. Boah, Alter, ja. Jetzt ist es deine Aufgabe, diesen Kampf, ja, klar zu machen. Tu mir nur einen Gefallen, werd noch ein bisschen relevanter, damit das auch ein bisschen interessant wird. Habibi, lass es meine Sache sein. Lass es meine Sache sein, wie ich bin. Lass es meine Sache sein, wie ich bin. Wallah, Hamza, wenn du gegen ihn kämpfst, dafür stehe ich auch mit meinem Namen und mit meiner Reichweite. Wenn du kämpfst. Und ihr merkt, die Promo für das nächste Turnier hat schon begonnen. Wir kämpfen, aber erzähl mal bitte, was war in Diamond Café? Warum hast du da nicht gekämpft? Oh mein Gott, der ist so groß. Ey, Wallah, das ist ein Tiger. Nein, hör auf damit. Was denkst du, wenn die beide kämpfen, was passiert? Hamza und Fett? Ja, ja, Wallah, sei ehrlich. Fett haut den weg. Hamza, glaub mir. Stellst du, Bruder, Luftpumpe, noch nie Schläge bekommen sogar, in deinem Leben. Sogar Magomed schreibt Hamza ab Tanga, hä? Bruder, wer kann ihn denn leihen, diesen Bürgergeld beantragen? Magomed, warum redest du so, ja? Geh mal bitte, nimm mal dein Hartz IV. Was versuchst du hier auf TikTok? Du bist 45 Jahre mit deinen Glatze. Was willst du von meinen Eiern, ja? Alles gut. Hab mal ein bisschen Adab. Ramadan, Bruder, ja? Hast du kein Benehmen? Was mit dir, ja? Machst mir hier Ansagen auf TikTok. Hat er schön gesagt am Ende, der Fett. Natürlich ging das Ganze noch weiter. Eier gelegt, hä? Aber warum hast du eine Glatze? Hast von Samra die Eier gelegt? Warum hast du eine Glatze? Für ein bisschen Fame, ja, Maniac. Sag, du würdest Samra jetzt einblasen, du Hund. Hast von Samra die Eier gelegt für ein bisschen Fame, ja, Maniac? Wallah, nein.
sportlich. Wallah, nein. Wallah, nein, er schwört noch auf Allah, ja, Salami. Wallah, ah, oh. Wallah. Du hast dich verkauft für Geld, Wallah. Wallah, Aib. Wo hab ich denn Wallah, Aib? Er hat dich weggeschmissen. Like, er hat dich weggeschmissen. Like, dein Bruder schmeißt Eier auf Opa. Like, er hat dich weggeschmissen. Mach mir auf Mann. Samra hat dich weggeschmissen. Eierschmeißer. Eierwerfer. Like, du hast von Samra die Eier geleckt. Er hat dich weggeschmissen, Habibi. Und dein Bruder wirft Eier auf Opa. Rentner, Taufik, schmeißt du auch Eier? Salami, sei mal leise, Wallah, fährt Comedy. Aber schmeißt du auch Eier? Wir haben Comedy, das ist nur Comedy. Schmeißt du auch Eier? Hier, der Rote, der kommt. Hört auf, Jungs, Wallah, wir haben Ramadan, Wallah, Aib. Er schmeißt Eier auf Opa. Selber schuld, er will nicht gegen mich kämpfen, selber schuld, er will nicht gegen mich kämpfen. Du Schwanz, was du bist. Komm doch und kämpf gegen mich. Ich steck dir... Alfred, Comedy an. Schläge in Diamond Café bekommen und machst auf meinen TikTok. Alfred, Comedy an. Von wem hat er Schläge bekommen? Tippe mal Tipsy, Alfred, Comedy, tippe mal Diamond Pops. Omar, von wem hat der Schläge bekommen? Hört auf damit, Bruder, ich will den Namen hier nicht nennen, weil das hier auf TikTok nichts verloren hat, aber er hat Schläge bekommen. Haram, er muss Kommentare lesen, Wallah, haram. Ich schwöre auf alles, er hat Schläge bekommen. Haram, ja, Fett Comedy, haram, Wallah, haram. Hört auf damit, Jungs, Wallah. Schwanz, du. Fett Comedy. Tanga-Träger, du. Al Fett Comedy, Al. Tanga-Träger. Al Fett Comedy, Al. Taufik, benimm dich. Jungs! Taufik, benimm dich. Jungs! Taufik, benimm dich. Jungs! Taufik, benimm dich. Jungs! Taufik, benimm dich. Warum macht ihr sowas, Jungs? Wallah, er denkt wirklich, er wäre Film, ja, Salami. Guck mal, ja. Er wurde sympathisch, dieser Typ, ja. Ja, geh raus und komm wieder rein. Die Schnauze, ich furze in deinen Hals. Schlappschwanz, Wallah. Lutscher. Junge, es ist Ramadan, der Tod hat gewonnen. Ich werde Comedy mal gewonnen, ja? Wenn du mit dir bei der Tour machst. Mach du nicht. Warst du bei Biggest Loser? Warst du bei dieser Sendung? Abotanga. Welche Farbe hat dein Danga? Wie viel hast du gewonnen eigentlich? 500? 600 Kilo? 8000, aber sag mal, welche Farbe hat dein Danga? Wallah, Alp, der hat schon mal Business Ramadan. Wallah, der denkt nur, weil er Pocher geklatscht hat, der ist ein Mann, ja, Salami. Abotanga, in dein Hals furzt. Alles hängt, ja, Salami, alles hängt. Furzt in dein Hals, du Tanga-Träger, du. Ich schwitze schon beim Kacken, Alter, Wallah. Tanga-Träger, du, Alter. Ja, lang, der schwitzt schon beim Kacken. Gott, ich folge jeden, der rum. Schläge bekommen in Diamonds Café, macht auf Mann auf TikTok vorbereitet. Der schwitzt schon beim Kacken, der Typ, ja, Wallah. Schläge bekommen in Diamonds. Alles hängt, wenn er sich aussieht, alles hängt, Wallah, alles hängt. Schellengesicht, Schellengesicht. Aber was kommt damit, ja, Wallah, freut euch mal an. Macht das sportlich nach Ramadan. Bruder, bei Allah, ich kann diesen Typen nicht leiden, ja. Ring? Bruder, ich rede ganz locker, der ist auf 180. Hör mal zu. Wir kämpfen im Ring gegeneinander, vor allen Leuten, und dann kämpfen wir nochmal privat gegeneinander, Wallah. Ey, willst du dein Leben lang jetzt mit mir kämpfen? Er will gefühlt einfach gegen jeden kämpfen. Wen hat er bis jetzt alles herausgefordert? Er hatte Hamid herausgefordert, Charo herausgefordert, Mo Abdallah herausgefordert. Keine Ahnung, wen er noch alles herausgefordert hat. Ich mach dir ein Angebot, wir kämpfen vor allen Leuten und dann... Mal, folg mal. Jeder deine Rose, bitte. Ich komm sogar bis zu dir, Wallah, ich kämpfe mit dir. Jeder deine Rose schickt, wird gefolgt. Wallah, kein Problem. Kämpfst du mit Käppi oder ohne? Käppi aus dem Käppi. Deine Rose. Ist das ein gutes Angebot oder willst du dieses Angebot? Willst du dieses Angebot haben oder willst du es ablehnen? Wallah, ey, ich bin komplett ehrlich. Warum willst du nicht vor ganzen Leuten? Ja. Gib einfach Begründung. Wallah, Begründung. Ja. Warum? Nee, der hat gehangen. Guck mal, wie er lacht, ja, weil er Männlichkeit besitzt. Sei froh, dass du Männlichkeit besitzt. Ich bin rausgeworfen von TikTok. Er ist wieder abgehauen. Joshua, bist du wieder abgehauen? Bist du wieder reingekommen? Sind deine Haare gewachsen? Habibi, du hast Haare auf den Kopf, aber du besitzt nicht diese Männlichkeit, die ich besitze. Du besitzt Männlichkeit auf TikTok, ja? Haare kann man sich einpflanzen, Männlichkeit nicht, Habibi. Nein, dafür kann man sich auch kaufen. Shit, Junge, es ist Ramadan, Wallah, shit mal. Ich hab keine Angst für die Fettgummi, ich hab keine Angst, aber du hast Angst, ich schmeck deine Angst, ich rieche deine Angst. Bei Allah, du bist der letzte Mensch, von dem ich die Angst habe. Ich hab mehr Angst vor einem Barello als vor dir. Dann komm her, dann komm nach Berlin. Vor einem Barello? Aber du willst doch was von mir. Warum willst du nicht vor den Leuten mit mir kämpfen? Warum willst du Weil du uninteressant bist, du hast nichts, ich hab nichts davon. Komm her. Wir kämpfen privat, du willst doch Kräfte messen, wir kämpfen privat. Komm jetzt, wir kämpfen. Ich bin komm, in NRW, ich schick dir meinen Standort, komm hier vorbei, wenn du irgendwas von mir willst. Du willst doch was von mir. Lass mal diese Filme, Barello, er will nicht kämpfen. Wallah. Bei Allah, ich kämpfe mit dir. Bei Allah. So wie du gegen ihn gekämpft hast, kämpfst du auch gegen mich. Aber du bist uninteressant, ich kämpfe mit dir privat, wir machen Livestream, alles, wir zeigen das den Leuten. Du willst doch gesehen werden, wir gehen darum.
Immer, du hast Angst, man merkt das, Wallah. Bei Allah, ich kämpfe mit dir. Was hat das jetzt damit zu tun, ob ich uninteressant bin oder interessant bin? Ich will doch gegen dich kämpfen. Ich kämpfe mit dir, ich sag dir doch. Okay, vor allen Leuten, ich will meinen Bruder. Ich will meinen Bruder, Barello. Aber Livestream sehen doch die Leute. Barello, sag mal was dazu jetzt. Er will sich rechnen für mich, ja, weil er ist ein großer Bruder von mir. Und vor allen Leuten... Aber kann er doch machen. Will ich Barello rechnen. Vor allen Leuten. Und ich will auch Oliver Pocher, den du eine Schelle gegeben hast. Oliver Pocher. Pocher. Den will ich auch rechnen. Komm, leg dich mit einem richtigen Mann an. Mit einem richtigen Mann, der keine... Das ist ein Mann? Nicht mit einem schwachen Mann. Der sitzt, du gibst ihm einfach eine Schelle. Du bist ein Mann von TikTok. Leg dich mit mir an, Habibi. Ich, Abu Hamza. Ich, Abu Hamza. Komm, leg dich mit mir an. Komm, ich geh auf Reisgerät. Warum legst du dich mit Oliver Pocher an, der gerade sitzt? Warum gibst du dir eine Schelle? Lass dir doch erstmal Haare wachsen. Warum kommst du nicht zu so einem Mann wie ich? Warum kommst du nicht zu kämpfen mit so einem Mann wie ich? Du bist kein Mann. Komm! Zeig mir deine Männlichkeit! Du bist der Letzte hier, der ein Mann ist. Und leg dich mit meinem Mann an! Guck mal, was ich mit dir machen würde! Guck mal, was ich mit dir machen würde! Hier deine Rose, bitte. Was ist Ramadan? Hi! Hi, Junge! Was auch sehr interessant ist, dieser Part. Gegen Barello hier schießt, ich werde ihn auch auf Flasche besitzen lassen, egal wer das ist. Und ich lasse... Was mit Curtibo? Und ich lasse euch alle hier die Ansage an Barello machen, ich lasse euch alle seine Hand küssen. Und ich, Abu Hamza, mit meinem Namen stehe vor ihm. Egal wer kommt, bis in den Tod stehe ich vor Barello. Aber was mit Curtibo? Wallah, und ich lasse ihn niemals von anderen die Hand küssen. Er ist mein Bruder bis in den Tod. Bis in den Tod stehe ich mit ihm. Bis in den Tod bin ich hinter ihm und vor ihm. Egal wo und egal wann. Es ist halt einfach so unangenehm, wie Barello ihn auslacht. Ich meine, Barello hat ihn beleidigt, diffamiert, ihn zum Hund gemacht. Wirklich die volle Palette, sodass man überhaupt keinen Bock mehr auf ihn haben sollte. Grundsätzlich, wenn man einen Funken Ehre und Stolz in sich besitzen würde. Aber jeder weiß, das ist halt wegen Reichweite, weil er sich denkt, oh krass, Barello hat jetzt in dem Moment, wo er gerade am Schleimen ist, 2.800 Zuschauer. Ja, wer es nötig hat, Khalas, mach. Jedem das Seine, wenn das Geld am Ende des Tages sehr gut schmeckt, kann man das machen. Ich würde das nicht machen. Es gibt so ein Ding, das nennt sich Prinzip, das lässt es nicht zu. Aber wenn er wirklich so empfindet und Barello als eine Art Bruder sieht, dann ist doch in Ordnung. Ich, Abu Hamza, beruhig dich mal, du Glatzkopf. Ich stehe hinter Barello bis den Tod, bis der Tod, bis der Tod uns trennt. Bis der Tod uns trennt, Barello, stehe ich hinter dir. Danke, Abi. Abi, warum so motiviert? Okay. Warte, ich schick das direkt, Ibo, warte. Weil ich dich mag, Barello, weil ich dich mag, weil du mein Bruder bist. Ja, Hamza. Du bist mein Bruder. Aber du stehst auch hinter mir? Nur hinter Barello. Voila, aber ich danke schön. Ehrlich? Aber Nabil, du bist auch mein Bruder, du weißt das. Nein, egal, alles gut. Wallah. Schick, willst du nur eine Ansage an ihn? Ich hab noch einen Ramadan. Komm her, nimm mich auf, komm her. Oh, gut, Ramadan, hopp. Zum Abschluss muss ich euch noch das hier zeigen, damit wir alle wieder gute Laune haben. Danke, von Vegeta. Was ist das für ein Lied? Ich schlag dich ein, ich bin Master. Oh, das sieht aus. Was ist das für ein Lied, Barello? Allah ist nicht korrekt, was du machst. Barello, warum? Was ist denn los? Sag Hamza Abi. Ich war immer ein Bruder zu dir, Wallah. Hamza Abi, ja, guck mal, er versteht kein Humor, ja? Ja, Freunde, so viel zu den Geschehnissen auf TikTok. Unsere tägliche Dosis wurde hiermit komplett bedient. Ich wünsche euch weiterhin einen gesegneten Monat an diejenigen, die Ramadan feiern. Ich wünsche euren Familien, euren Freunden, allen um euch herum, die ihr liebt, nur das Beste. Ganz viel Gesundheit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt kühl und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mastak.